So, da bin ich wieder. Vielen, vielen Dank für die Geduld. So, dann machen wir noch eine halbe Stunde, oder? Kommt da noch Bild? Kommt kein Bild? Okay. So, das Postsystem des. Na, Sie haben hier genug regionale Post. Na, das heißt, es ist die Post, die Sie von der anderen Insel rüber geschafft haben. Das heißt, die haben hier ultra viel regionale Post und können die halt auch richtig cool verteilen. Das Problem ist, sie sind relativ wenig Leute und produzieren relativ wenig eigene Post. Deswegen hast du hier wenig lokale Post. Oh, das heißt, ich muss hier in irgendeiner Form erstmal Ponchos kriegen. Nochmal Poncho. Kann ich hier Ponchos bauen? Ja. Okay. Na, weil halt die Produktivität hier auch so niedrig ist. Aber ich will ja noch mehr ausbauen an Leuten. Das heißt, ich will sowieso mehr an sich mehr Ponchos bauen. Okay, machen wir das so, ne? Ah, das war natürlich wieder falsch. Eins, zwei, obwohl es geht. Drei. Vier. Die müssen ja nicht zusammenhängend sein. So, und Poncho-Fabrik. Könnte ich hier hinquetschen, kann ich aber nicht mehr, weil, ja. Okay, aber wir können die hier hinquetschen. Passt. Nein, passt nicht, weil. Ach. Funktioniert nicht. Können wir das so machen? Na, jetzt ist er da. Vier. Okay. Poncho-Fabrik läuft. Dingsi-Fabrik. So, das heißt, da können wir hier noch gechillt den da hinsetzen. Und dann können die Ponchos bauen. Dann haben die nämlich auch genügend Ponchos. Haha. So, was ist mit dir? Ihr seid ausladen. So. Oh ne, wir müssen erstmal die Post bauen hier. Au, geknackt. Ah, hier ist glaube ich besser. Ja, hier ist besser. Hier bauen wir die Post hin. Jawohl. So. Unsere Mini-Besatzung. Zack. Zack. Dann haben die auch genügend Arbeitskräfte. Und ich muss hier. Und dafür habe ich nicht mehr genügend Zeugs. Ja. Stattlicher als ein Frachtdampfer, oder? So. Und. Ich verkaufe erstmal meine. Sachen hier, jawohl. Ich könnte Tortillas einkaufen. Nur fliegen ist schöner. Nur fliegen ist schöner. Haha. So, wichtig ist, dass gleich das Kack-Luftschiff
durch ist. Wie sieht's denn aus? 52 Minuten. Boah. Ich muss zwei Leute schnappen. Das sind 40 Minuten. Okay. Na, das wird knapplich. So, wie viel braucht man für das Ding? 15. Na komm, 15. Haben wir auch genügend Holz. Holz haben wir echt wie Sand am Meer hier. Zumindest mehr als ich momentan bräuchte. Was kann er uns Schönes bieten? Nur Schmutz eigentlich. Oh, Ziegelsteine wären nice. Ja, mehr hat er nicht. Okay. Ja, dann. Immer der Nase nach. Block, block. Augen gehen Himmel. Ich bin in einer Minute da. Ja, die regionale Post ist... Wichtig für mich ist, dass jetzt sich hier erstmal genügend lokale Post ansammelt. So, aber das mal alles eingeschränkt. So, und hier ist sowieso alles eingeschränkt. Die Frage ist, produzieren die hier auch erst genügend Post irgendwie an? Na, ich glaube, bei denen brauche ich keine Angst haben, dass sie zu wenig Post produzieren. Hier wird nicht mehr konsumiert, hier wird nur noch produziert an Post. Na, dass die lokale Post halt vollgepumpt ist. Na, 110 können da lagern. Da, 60. Durch was erhöht sich denn das? Was darf es sein? So, in jedem Fall kriegst du erstmal hier. Schiff vom Stapel gelaufen. Ah, sauber. Schiff vom Stapel gelaufen.
DLC dem Himmel so nah. Weiter geht's. So, ne, jetzt müssen wir hier nämlich das Luftpostlager hinbauen. Das können wir hier drüben hin. Es braucht keinen Straßenanschluss. Eigentlich. Feuerwehr könnte hier, glaube ich, echt hilfreich sein. Nope. Nope. Okay. Das ist schlecht. Müssen wir es so machen. Na, kommt überall hin. Es geht voran. Fehlende Arbeitskräfte. Nein, fehlende Ausbaukosten. Ah, okay. Ich brauche Holz. Bin schon in der Luft. So. Ja, wir pumpen erstmal die weg. Lokal wollte sie haben, ne? Vorwärts! So, und wir haben jetzt noch ein Schiff irgendwo. Da, so einen kleinen Wutzel. Ein Dreier. Okay. Die Cutty Shark. Wir haben eine Flugroute. So, und wir machen eine Luftpostroute von da nach da. Warenladen, Luftpost, Warenladen, Luftpost. So, damit sind sie schon mal versorgt. Oh, ist da noch eine Insel? Minimal ist diese Mini-Eiländer. So. Illegale Waffen errungen hat. Sieg aberkannt. Lul. Lul, da wurde einfach der Sieg aberkannt. So, jetzt brauche ich
in der Tat ein bisschen wieder Geld. Ja, meine Bilanz wird jetzt langsam wieder positiv. Das ist gut. Nicht viel, wir haben 7000, die reinkommen. Und 4, 5, 6, 6,5. Ah, viel besser wird die nicht. Schade. Bereit für Ihre Lieferung? So, auf alle Fälle haben wir jetzt wieder Platz. So, wie schaut's aus jetzt hier mit? Verstehe das Postsystem noch nicht. Okay. Alles zumachen. So. Klassisch. Produktion auf La Palmera. Bananen reichen. Reichen. Orisalva. Bananen reichen. Ponchos reichen nicht. Auf Orisalva reichen die. So viele Skrupel. Nun, mal gewinnt man, mal verliert man. Oh, muss ich noch einen Poncho bauen auf Orisalva? Wo ist noch die Frage? Habe ich nicht mehr so viel Auswahl. Können wir da irgendwo noch ein Poncho-Ding machen? Können wir da noch ein Poncho-Ding machen? Nicht wirklich. Na gut, im Endeffekt muss ich Ponchos exportieren hier. Okay, das heißt, ich muss hier massiv mehr Ponchos bauen. Bauen wir einfach mehr Ponchos. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ja, nice. Nur look, zweimal mehr Ponchos. Das bedeutet, wir. Was? Route einrichten, Luftschiffrouten. Warum habe ich die gar nicht gemacht? Waren einer und da, waren einer und da. In Grasland waren einladen. Oh, geht gar nicht. Transportieren die dann nur Luftpost?
Palmera. Warum gibt es da einen Fehler? Weil das Lager leer ist. Okay. Okay, wir machen Luftschichtroute und da nach da. Zack und zack. Annehmen. Okay. Kann ich irgendwo... Ich wollte so ein kleines Ding jetzt bauen. Die Frage ist, kann ich irgendwo Segel kaufen? Ich kann bei niemandem die Segel kaufen. Das ist ja mal... höchst bescheiden. Na, ich wollte so einen kleinen Hopper kaufen. Weil der auch nicht so viel kostet. Brauchst ja nicht viel. Als Frachtplatz. Segel. Muss ich jetzt noch Segel bauen? Das ist richtig. Baumwolle. Kann ich hier Baumwolle bauen? Ja. Dann nehmen wir hier, ich will zweimal Baumwolle, zwei Segel. Brauche ich zwei Tuch. Und dann brauche ich vier Baumwollplantagen. Also richtig im Kopf. Eins. Die kosten halt auch ein Apfel und ein Ei, von daher. Ist das alles nicht so tragisch?
Ich hätte viel früher mit der Segelproduktion anfangen müssen. Die kann ich noch halbwegs ab, die Segelproduktion. Was mache ich mit dem Helium? Wie viel habe ich denn davon? Jetzt mittlerweile. 92. Ja, easy. Dann kann das auch dicht werden. Ich brauche halt 15. Okay. Dann können wir diese gesamte Heliumproduktion erstmal stilllegen. Spart eine Menge Geld. Weil da sind nämlich die ganzen Dinger noch dran. So, ne? Helium, wir haben den Salpeter, wir haben die Ölpresse, die Lehmgrube. Wie viel Lehm haben wir? Nicht genug. Naja, reicht. Doch, reicht. Lehm. Das heißt, standardtechnisch könnte ich die Lehmgrube auch zumachen. Also die nur Lehm produziert hier. Zack, wieder 5 gespart. So, schon haben wir wieder 1400, obwohl wir hier noch ein Luftschiff haben. So, wichtig ist noch, er muss ausgebaut werden. Hier gibt es tatsächlich echt viel zu tun. Zur Entlastung gibt es nochmal eins dazu. Und dann können die hier pumpen. Die Baumwurffelder sehen halt geil aus. So. Also im Großen und Ganzen werden wir es nicht mehr schaffen. Ne, wir brauchen, müssten jetzt quasi schon starten und dann müssen wir es halt gewinnen. Schwierig. So, erstmal unser Zweierschiff. Wo ist das? Das ist da. Passen uns dem Wind an. Jo, gehen wir wieder zurück. Einserschiff ist da. Dreierschiff ist da. So, Luftpost. Du kriegst jetzt. So, Luftpost. Du hast die fleißige Biene. Auf geht's. Und du hast noch kein Schiff. Du kriegst hier diese Kitty Shark. Annehmen. Zack. Alle Schiffe dieser Route wurden angehalten. Was? Nein. So, hier wird fleißig produziert. Ich bin gespannt, was die Zukunft alles bringen wird. Ja, die Ponchos sind halt hier der entscheidende Faktor. Nicht mal die Banane. Die Banane kann ich noch einen wegsetzen, aber die Ponchos nicht. Ich bräuchte halt. No. What the fuck? Was geht denn hier alles nach unten?
Wir fahren fort. Kann sein, dass hier massiv Essen fehlt. Wir haben die ganze Nacht gesungen. Ist mir egal, ob ich singt. Gott, nicht, dass ich nochmal hier eine Produktion einbauen muss. Grasland. Passt aber. Ja gut, weil jetzt die Produktivität halt jetzt unten war, ne? Okay, wir müssen nochmal Nahrung bauen. Hilft ja nix. Okidoki, dann gibt es als erstes gleich mal Banane. Und das müssen wir hier irgendwo hinmachen. Hier. Haben wir genug. Was kann ich für dich tun? Oh, wir sind schon voll. Wir bauen eine zweite Banane. Kann man da noch eine dritte bauen? Ja, okay. Ja, setz mal lieber noch ein Dings hin. Ein Kontur. Was kostet so eine Banane? 5. Banane ist geschenkt. Darauf, was für ein Impact so eine Kackbanane hat. Ja, ist denn durch. So. Banane. Produktion. Ponchos sind okay. Mais. Maisfleisch und Tortillas. Okay, das heißt, ich muss jetzt hier nochmal die Tortilla-Produktion. Hier noch irgendwo. Ach, hier. Das ist Fleisch, ne? 30, eine Minute, also 2 zu 1. Ja, so. 1, 2, 3. Ja. 5. 6 Stück. Und Fleisch. Warum kann ich das nicht? Weil ich kein Holz habe. Chips. So. Bin schon in der Luft. Zack. Er fliegt seine Handelsroute. Sehr schön. Und baut hier schön, schön regionale Post auf. Ja.
So, wie baut er? Baut er regionale Post auf? Ja. Was ist mit dir? Ja, ganz wenig, ne? Weil... Die anderen bringen halt nicht genug an Postaufkommen. So. Fleisch da. Eins, zwei. Drei, vier, fünf, sechs. Okay. Und wir brauchen zweimal Mais. Der gute Mais ist wieder am Start. Oh, Mais hat wie viel? 160 gehabt, ne? Von den Dingern. Ja, hier. Ich würde sagen, hier haben wir ganz viel Mais am Start. Gewerkschaftssitzung. So, zweimal Mais. Easy. Und eine Tortilla-Fabrik. Passt hier unten noch irgendwo mit hin? Na, weil hier alle Tortillas auf dem Haufen sind. Klingt nach dem Plan. So, wir pumpen, das. Mais wird gepumpt, Tortillas werden gepumpt, das Fleisch wird gepumpt, also versorgungstechnisch sollte hier kein Engpass entstehen. Ja gut, sind halt jetzt nicht voll versorgt mit der Kirche, das ist mir aber relativ schnuppe. Oh, sie haben 24 abgeholt. 34, 58, ja. Wo gibt es da ein Problem? Ich sehe kein Problem. Problem ist, dass voll ist. Das ist ein Problem. So, ich hätte hier gern 300%. Kriegt man das hin?
Oh, hier die Creme de la Creme. Ah, ich sehe schon, wir sind diese... Diese Poncho-süchtigen... Das wird ein Spaziergang. Leute. Na, wir werden die ein bisschen stärken. Mit Ponchos. Dann können wir die nämlich upgraden. Unerfüllte Bedürfnisse. Ja. Obwohl, Mate, ich kann das ein bisschen... Ich kann das ja ein bisschen... pushen. Produziert auf jeden Fall mehr. Sind jetzt nicht mehr ganz so glücklich. Ja, Zufriedenheit bis 22. Gechillt. Weiter geht's. Ah, ja, ja. Ich könnte auf alle jetzt mehr Burger versorgen. Dadurch, dass wir sie jetzt gepimpt haben. Wir müssen halt nur von Zeit zu Zeit halt dran denken, da Ding rüberfliegen zu lassen. Da wartet ein Karren, das ist schlecht. Wie schaut es denn aus mit meinen Segeln? Oh, guck mal, wir können gleich den ersten, den Kolibri bauen. Und im Prinzip brauchst du ja nur den Kolibri für die Post. Und dann können wir nämlich den hier, den Alicanto, zum Transport benutzen. Apropos. Hier, pump mal Segel. So, ihr könnt auf 0 wieder runter. Haben wir genügend Baumwolle? Nein. Gut, dann... Nein, andersrum. Und... Baumwolle. Ne, Baumwollplantage, Baumwollweberei und Siegel. Das heißt, sie pumpen jetzt. Das heißt, ich kann ganz schnell 2 Kolibris raushauen. Ah, guck mal, unsere Ziegelsteine. Schmackofatz. Die könnte man tatsächlich benutzen, um hier die Steine zu bauen. Um Straßen zu bauen. Das ist besonders hilfreich, weil dann die Reichweite der Gebäude erhöht wird dadurch. Na? 227. Geht doch voran.
So. Die Frage ist jetzt, fühlen wir uns bereit? Das hier, die regionale Post, anzuschalten. Okay. Ich frage mich, wie man das erhöhen kann. Durch Post... Oh, durch Postämter. Vermutlich Postämter und Briefkästen. Ja gut, solange es voll ist, ist voll. Dann passt das. So, und... Was ist mit deiner Kapazität? 72. Naja. Stattlicher als ein Frachtdampfer, oder? Okay, dann probieren wir es halt nochmal. Ne? Produktivität halt 33%. Wir werden sehen. Ah, Madame Kahina. Endlich mal jemand, der sich mit Warenversand auskennt. Oh. Bin schon in der Luft. Du hast den Vogel abgeschossen. Haben Sie schon Ihre Schmähanzeigen gesehen? Valentes Luftschiffe werden von Säufern, Dieben, Opiumsüchtigen und Hunden gesteuert. Skandalös! Okay. Zack, zack. Alles einschalten. Ein besonders lukrativer Auftrag. Weiter geht's. Ja, guck mal, wie das steigt jetzt. 40. Okay, ich denke, ich habe das mit der regionalen Postversorgung raus. Okay. Das ist ein guter Punkt. Läuft. Und jetzt kommt richtig Asche rein. Alter. Eine Post gibt Geld. Tatsächlich soll hier auch irgendwo stehen, wie viel die geben, die Post. Aber ich bin da noch nicht da irgendwie hintergekommen, wo das steht. Na, hier ist ein... Ah, doch, hier ist Post. Gut. Alter, das sind 3.500, 4.000 mittlerweile. Wir fahren fort. Okay, da merkst du schon, wenn die Post nicht handelt. Oh, ich habe ja meine 80%. Ja. Ja, 80%. Vollversorgung. Yes. Okay, das heißt, hier gleich den Kolibri pumpen. Und Straßen legen.
Sie schaffen es noch, alle Vögel mit ihrer Landung zu vertreiben. Das wird ein Spaziergang. Pump mal schön. Wenn wir 95% Versorgung. Sorgen macht mir halt hier. Aber hey, steigt. Passt. Zack, einer mehr. Bup. Kolibri läuft. Was wollte ich? Ich wollte weiter Steißen bauen. Das macht man auch nicht aus Langeweile, sondern... für die Erhöhung der Reichweite der ganzen... Gebäude. Außerdem laufen die Waren dann schneller. Mag man kaum glauben, ist aber so. Genau, haben wir zumindest die Hauptstadt. Jetzt gut und chillig. Jetzt hier ist wichtig. Nehmen Sie sich. Okay. Sieg aberkannt. Was? Okay, das interessiert mich nicht. Der Pummel ist ja auch von einem Mitteln gewonnen hat. Einsatz von Walöl. Okay. Rücken Sie endlich damit heraus? Ja. Wo muss ich jetzt hin? Zu ihm muss Augen ich. Gehen Himmel. Ich bin in einer Minute da. So. Auf eine Ruhe gibt es ein kleines Problem. Diese Ware kann nicht geladen werden, als das Lager leer ist. Ah, sie produzieren einfach nicht genug. Aber das macht nichts. So, was sagen meine Ponchos? Ponchos sind noch da. Coole Sache. Da können wir nochmal machen. So, ne? 189. Hup, 190. Mehr Post für die Welt. Nicht vergessen, ich muss ja noch die 30 Luftpost und 60 lokale Briefmarken wegkriegen. Ein kriminelles Artefakt. Ja. Was machen wir jetzt? Wenn ich Glück habe, gewinne ich das Szenario sogar.
Na, ohne die Post würdest du hier nicht geldtechnisch auskommen. 4000, 6000. Die Post bringt mir 6800. Zappalott nochmal. Muss ich hin, da muss ich hin. Weiter geht's. Es läuft. Schiff unter Beschuss. No. Das ist schlecht. Bereit für Ihre Lieferung? Nein, ich soll ja zum Wettstreiterschiff. Lol. Ja, nee, Junge, ich muss. Was, muss ich überleben? Augen gehen Himmel. Ich bin in einer Minute da. Ich habe halt so Schiss, dass hier. Ja, guck mal, es ist über 60. Es nimmt halt hart ab. Und bei 9 Minuten waren wir bei 75. Das heißt, in 3 Minuten haben wir hier 15 Länger verloren. Wir müssen noch. Ja, das wird auf 30 runtergehen. Das wird halt echt knapplich. Unbesiedelte Insel. Ja. Mega. Was machen wir jetzt? Ist es getan? Ja, ist es. So, jetzt muss ich nur gucken, was haben wir hier für Briefmarken? Hol mal. Das wird ein Spaziergang. Nee. Nehmen wir gleich zu dir. Puh, nimmt stark ab, 160. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Oh, what? Warum? Von früh bis spät. Diese Schmutzfinken. Stadtmenschen wie du werden es nie lernen. Ja, bist du wohl ein bisschen zu hart gestriezt, muss ich's. No. Läuft Stahlträger immer noch? Wir sind einmal alla sombra. Können wir auch zumachen?
Naja, wenn die das zu Ende gebaut haben, werden die sich um den Aufstand kümmern. 30 Luftpost, 60 lokale Post. 1, 2, 3, 6. Augen gehen Himmel. Ich bin in einer Minute da. So, Post kontrollieren. Ja, da muss ich mir keine Sorgen machen. Über regionale Post. Ja, da auch nicht. Ah, hier sinkt's halt hart. Komm, wie viel hast du sonst? 6 Stück bietest du. Jawohl. Pumpe die 6 Stück rein. Nein. Höhe stabil. Eine. Wow. Zack. So, was macht der Aufstand? Ah, da läuft meine Polizei. Jetzt wird der Aufstand niedergeknüppelt. Ordnung und Gesetz in die Anulande bringen, nach Grasland. Willst du uns zuschauen? Zack. Und die 30 muss mal wieder hier unten hin. Wir fahren fort. Naja, es sinkt halt einfach ab. Meine Inseln sind nicht. Haben nicht genügend Stoff, produzieren nicht genügend Post, um das in irgendeiner Form abzufangen. Soll ich Ihnen zeigen, wie das geht? Was ist denn eigentlich mit Palmera? Was produzieren die? Produzieren die nicht genug? Oh, die brauchen. Nee, eigentlich brauchen sie nichts. Das ist der Negativbonus durch. Durch das Event gerade. Noch 3 Minuten muss ich durchhalten. Und in 23 Minuten ist das nächste Ding fertig. Der Streik wurde beendet. Der Streik wurde beendet. Oh, no kidding. So, wichtig, dass ich das jetzt... Die Zeit, die 2,5 Minuten, die mir noch bleiben, die muss ich sehen, dass ich wieder hochfliege. So... Das wird ein Spaziergang. Ja, man sieht, man sollte hier vielleicht mal auch die Items mal machen, aber hey. Tatsächlich ist diese Insel zu gründen eminent wichtig. Damit du halt diese regionale Post auf deiner Hauptinsel bekommst. Weil das ist halt der Punkt, wo die Prozentzahlen sind, ne? Weil das deine hauptmassive Bevölkerung ist. Wie viel hocken hier? 3300. Und da 1800. Das sind 4000, 5000 Mann. Die fast alle Post schreiben.
weil fast alle vom Postamt erfasst sind. Na, die hocken alle hier, von zwei Postämtern verwaltet. Und hier habe ich gerade mal 1400. Und hier nochmal 500 und 800 und 1300. Sind insgesamt, keine Ahnung, 2700 oder so. Im Vergleich zu den 5000, die halt hier oben. Das heißt, von den zwei kleinen Auslagerungsinseln habe ich gerade mal die Hälfte von meiner Hauptbevölkerungsinsel. Deswegen kommt hier auch kaum Post an. Pünktlich wird halt stärker verbraucht, als sie von außen nachgeliefert werden kann. Aber hey. Alles Gucci. So, was soll ich mit der Post hier? Jawohl. Der steht da. Dann können wir den schön nach Hause fliegen. Es geht zwar auch ein bisschen runter, ne, aber hey. Nicht die Welt. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Ja, Schiffbau läuft. Ich erhöhe mal leicht die Geschwindigkeit. Klingt halt wie so ein alter Schiffsdiesel, wenn er so angluckert. Oder so ein V8-Motor. Wir fahren fort. Für den Einsatz. Yeah, mit einem abliefern. Na, bei 30 habe ich fast genau ausgerechnet. Jetzt muss ich nämlich gleich wieder alles einschränken an regionaler Post. Zack. Sobald das Ding ausgelaufen ist. Damit ich hier wieder genügend regionale Post ansammeln kann. Falls ich nochmal eine brauche, eine Phase, dass ich genügend habe, um da die 10 Minuten zu überstehen. Feuer und Flamme sind uns neue Zusteller. Kriminelle Vorgeschichte wünschenswert. Okay. So, 3, 2, 1 und Chaka. Du kannst ein richtiger Halsabschneider sein. So, das heißt... Wie wär's damit? Kahina kapituliert vor kluger... ein weiteres Wort mit K fällt mir gerade nicht ein. Ist Ihnen schon mal in den Sinn gekommen, dass Sie es mit den Alliterationen ein wenig übertreiben? So. Wird alles wieder eingestellt. Ich bin sicher, wir können noch mehr tun. Ja, könnten wir. Wollen wir aber nicht. Unterschied. So. Spiel gespeichert. So, Entscheidung. Wen wollen wir jetzt nehmen? Flamme verstanden. Was ist Brandgefahr? Steigt bis ins Endliche. Die flammende Flotte. Bewegungsgeschwindigkeit minus 50%.
Wartungskosten 20%. Das ist relativ gechillt. Luftschiff-Hangars. Oh. Wir nehmen den Pole Position Paketdienst, weil wenn jetzt das Schiff gebaut ist, ist das Ding gegessen. Okay, aber erst muss das Schiff gebaut werden. Okay. Sie spielen schon seit 6 Stunden. Wetten, dass Ihr Imperium auch einen Moment ohne Sie auskommt. Nein, mein Imperium steht und fällt mit mir. Das ist mal ganz schnell, dass hier die Zeit halt abläuft. Boah, wie mein Geld halt weggeht. Wichtig ist, dass das Ding fertig gebaut wird. Okay, so, zack. Wir sind bereit. Da haben wir dich. So, es wird Luft vom Stapel gelaufen. Luftpost ausgetauscht, du gehst weg. Und du bist das kleine Ding, der Kolibri. Na, ja, Chaka. Annehmen. Höhe stabil. So. Na, das Schiff ist leer, das ist gut. Wir sind unterwegs. Dann kann das nämlich hier hin. So. Zack. Und dann nehmen wir die doch jetzt, ne? Produktion ist zu Ende. Jo, ist zu Ende. Wir haben auch wieder relativ gechillten 600 minus. Und nicht mehr 1500. Und was brauchen wir noch? Beeinflusst alle Luftschiff-Hangars. Minus 100%. Anstatt der üblichen Arbeitskräfte für das Gebäude Entdecker-Arbeitskräfte. Ist doch immer Entdecker-Arbeitskräfte sind. Beeinflusst alle Luftschiffe. Minus 50% plus 20% Wartungskosten. Ja, das kostet halt mehr Geld im Endeffekt. Oho, das wird ein spannendes Duell. 1000. Diese Burschen sind es gewohnt, unter extremen Bedingungen. Erlangen Sie das Pentahendrisch, verkaufen Sie die legitime Lizenz vom alten Nate. Liefern Sie dem alten Nate. Im Lager ist ein Riesenberg davon. 50 Helium. Dieses arktische Wetter scheint sich an Ihre Fersen geheftet zu haben. Oh, mir wird plötzlich so kalt. Okay, alter Nate. Bin schon in der Luft. So. 40 lokale und 50 Luftpostbriefmarken. 40 lokale und 50 Luftpostbriefmarken. Naja, wir müssen auch dahin. Immer der Nase nach. Ah, hier habe ich noch 17 Minuten. Alter. Okay. Weiße Tauben, schwarze Flaggen. Im Sortierraum herrscht ein hektisches Treiben. Was? Haben Sie über 10 Postämter gleichzeitig? Ach so. Schließen Sie das Szenario ab, erfüllen Sie dabei die postbezogene Lebensqualität, Bedürfnisse 100%. Schließen Sie das Szenario ab, ohne eine feindselige Handlung gegen Schönler für Thuns Piraten zu übernehmen. Ach, das geht. Augen gehen Himmel. Ich bin in einer Minute da. Ich hoffe mal, man muss nichts anderes machen. Okay, wir können noch ein bisschen Geld sparen, indem wir hier die Produktion anhalten. Sägewerk. Na, das sind halt Kleinigkeiten, aber hey.
Zack. Bist du? Bist ein Sägewerk. Okay. Sachen, die wir nicht brauchen. So, das heißt, ihr könnt jetzt auch alle zu. Weil brauchen tue ich euch nämlich nicht mehr. So, ne, alles schön halbiert. Erstmal keine weitere Arbeit. Ziegel brauchen wir nicht mehr. Alles stilllegen. Essen. Essen braucht man. Essen können wir nicht stilllegen. Lehmgrube. Ziegel. Ziegel. Das ist schon zu. Alles zu. Alles zu. Lehmgrube. Haben wir schon wieder 100 gespart. So. App. Ah nein. So, ihr müsst dahin. Motoren gestartet. Na, ihr müsst das Ding abgeben. Bin schon in der Luft. Hier irgendwie eine böse Insel. Böse Schießer. Schon irgendwie. Geht. Weiträumig umfliegen. Eigentlich könnte ich die 50 auch wieder einsparen, aber hey. Was? Obwohl vielleicht noch eine kleine All-In. Was? Wir sind bereit. Ah, ihr seid bereit. Das ist gut. Ah, guck mal. Jetzt füllen sie hier wieder auf. Jetzt sind wir schon wieder bei 50. Vorhin waren wir bei 30. Aber da sie keine Briefe mehr austragen, nur noch lokale Post und das ist minus 200. Oder das Postamt sein oder so. Das so viel kostet. Zu unterhalten. Naja, ich kann 5 bis 6. 8 lokale Post hat er hier permanent produziert. Oh, ist nice. Paloma ist der aktuelle Gruppenfavorit der Buchmacher, aber keine Wetten für mich. Bin ich das nicht? Ah. Oh Mann. Fahr bloß nicht schneller. Uns dem Wind an. So. Statusbericht. Es könnte sein, dass ich spielsüchtig bin. Warte. Boah, was für eine abstrusen Geschwindigkeit. Ich habe schon Frachtverlangsamung. Minus 100%.
Das heißt, Fracht hält mich normalerweise nicht so auf, wie es mich aufhalten sollte. Himmel. Ich bin in einer Minute da. Boah. Stotter weiter, kleiner Motor. Ich sorg für das Schmieröl. Was? Bauen Sie ein Luftschiff? Was? Das wird ein Spaziergang. Dafür musste ich alles zusammen. Moment. Okay, Produktion startet. Das ist doch der kleinste, den du bauen kannst, ne? Na gut, irgend kannst du noch, oder der schnellste, den du bauen kannst. Können wir das irgendwie... F40. Wir brauchen mehr Arbeitskräfte. Wird nicht schneller. Bauen Sie das überhaupt weiter? Deswegen, weil im Prinzip kannst du dann echt viel Zeit sparen, wenn du weißt, was der Auftrag bringt, dass du halt schon mal da runterschippern kannst, weil dann hast du ja, bevor du das hier annimmst, weil dann bist du ja schon schneller und wie kannst du schon anfangen zu bauen? Okay, 73. Ja, es gibt halt so viel Münzen. Unheimlich. Immer der Nase nach. Ich will halt jetzt nicht durch die Piratengebiete durchfliegen, weil ich so langsam bin. Dann gehen meine Schiffe halt drauf. Das wäre ja auch nicht der Plan. So. Also eigentlich hängt jetzt alles nur noch hier. Baue 10 Minuten ein Schiff. Können wir ja laufen lassen. Augen gehen Himmel. Ich bin in einer Minute da. Neutralen Auftrieb erreicht. Tschuck. Was Nachricht von unserem Sponsor? Wollen Sie Ihren bis ins Detail geplanten Wettkampf in letzter Minute komplett durcheinander bringen lassen? Dann kontaktieren Sie den königlichen Philatelistenverein. Stattlicher als ein Frachtdampfer, oder? Wie schaut's denn aus? Wir sind jetzt bei 8 Minuten. Geben Stoff. Mit meinem Leben. Ich habe einen Abschluss in was in Bullbridge gemacht. Verdammt nochmal. Funktioniert mein Mikrofon? Offenbar nicht. Lalalala.
Alter, was ist denn das für ein Typ, der die ganze Zeit da labert? Technisches Problem. Bitte bleiben Sie dran. Okay. Technischer Statusbericht. Offenbar war das Mikrofon die ganze Zeit an. Vergessen Sie all der vorhergegangene Bemerkungen und oder Geräusche. Er dreht ein kleines bisschen ab, kann das? So, wir sind halb durch. Bei 6 Minuten. Das heißt, wir lassen die Dinger wieder zu. Vor allem das mit dem Umschalten der Post. Dass du hier unten auf Lebensqualität gehen musst, das sagt dir ja keiner. So. Jetzt hoffen wir einfach nur, dass das das Ende ist. Vollversorgung. Jawohl. Stellenanzeige. Mögen Sie harte Arbeit, unschaffbare Fristen und gelegentlich übernatürliche Ereignisse, dann sucht König Yao von La Coruña genau nach ihm. Ah, okay. Die Leute gehen auf die Barrikaden. What? Ich brauch Bretter. Das wird ein Spaziergang. Warum ist denn da jetzt ein... Ah, weil ich die Poncho-Nasen hochgesetzt habe. Okay, okay. Obwohl, nee. Die können wir auch auf 50% lassen. Weil wir bauen jetzt gleich ein Polizei. Wenn wir ein Staat sind, dann sind wir ein Polizeistaat. Genau so schaut's aus. Ich sag's dir, mit gepunkterten Händen kannst du nicht anständig arbeiten. So, das hier ist der Punkt. Nur eine Minute. So. Oh, Punkt genau hingeschaltet. 10, 5, 6, 4. Schiff vom Stapel gelaufen. Reichen Sie
Was reichen Sie Formular beim Redaktionsgebäude des Planeten? Ja. Ja. Stabil. Der ist nicht schlecht. Bibbernde Boden gehen zu Boden. Okay, vielleicht ein bisschen zu hart. Wo ist mein... herrliches Schauspiel. Phase 3. Kommen Sie zum Tageskurier. Dort wartet das große Finale auf Sie. Weiter geht's. Was? Paloma Valente holt sich den Sieg in der Finalgruppe. Zeigt mir meine überaus riskante und brillante Wette auszahlen zu lassen. Jawohl. Sebelos, da warten alle hier. Jawohl. Die Finalgrube. Das heißt, ich habe dieses ganze Szenario jetzt gewonnen. Na komm. Na komm. Eine Sensation. Ich habe halt nicht alles mitgenommen, ne? Aber. Ah, da sind sie ja. In letzter Minute hat sich noch ein Teilnehmer angemeldet, den wir nicht abweisen konnten. Ihr Gegner im Finale ist die Königliche Post. Wir erwarten eine ordentliche Leistung, Miss Valente, trotz der einschüchternden Wirkung unserer königlichen Pracht. Was? 33% weniger Einkommen. Mehr Aufstand, mehr Explosionswahrscheinlichkeit, mehr weniger Produktivität. Alter, direkt herausgefordert. Es tut mir leid, Miss Valente, aber sie hat darauf bestanden, teilzunehmen. Wir fahren fort. 100 Luftpost, 200 lokale Briefmarken. Gesamten Staat stützen. Halten Sie bei 90%. Alter. Niemals aufgeben, Miss Valente. Bauen Sie eine große Flotte aus 3,7 Schiffen. Ist klar. Ist klar. Okay. Okay, wir speichern das jetzt hier ab. Puh, ich bin ein bisschen... weil ich nicht vorgesorgt habe von den Ressourcen. Das heißt, ich muss jetzt... alles pumpen, was geht. Vor allem, ich bin... es ist halt die Finalgruppe und dein Sohn. Ach ja, die Königin macht auch mit. Du Fuck. Okay. Anyway, ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh, wir haben wieder viel, viel, viel zu lange gezockt. Und dafür werde ich morgen wieder büßen müssen. Ach ja. Ansonsten bleibt mir zum Schluss wieder nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bye, bye.